Am 29. Oktober starben in der Provinz Gansu 23 Menschen bei einem Verkehrsunfall. 5 weitere mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Lastwagen mit 23 Bahnarbeitern auf dem Weg zur Baustelle prallte in die Wand eines Tunnels und überschlug sich. 21 Arbeiter starben sofort. 2 weitere erlagen im Krankenhaus ihren Verletzungen. Die 5 überlebenden Schwerverletzten befinden sich in einem Krankenhaus in der Stadt Dingxi. Der Unfall ereignete sich in einem Tunnel auf dem Gebiet der Gemeinde Manhwa im Landkreis Lintau. Der Tunnel ist Teil einer neuen Eisenbahnlinie, die sich momentan im Bau befindet. Laut einer ersten Untersuchung der örtlichen Eisenbahnbehörden sei der Unfall auf ein Versagen der Bremsen zurückzuführen.